wunderschönen guten Abend, sehr verehrte, geliebte Gäste. Hier, ich hoffe, alle haben ihren Platz schon gefunden. Was ihr heute Abend erlebt, ist nicht weniger als ein erfolgreiches Date zwischen drei verschiedenen Genres. Ihr erlebt heute die bezaubernde Blues-Rock-Band Jamrock aus Berlin. Ihr erlebt die Post-Grunge- und Stoner-Band Maynard aus Berlin. Und ihr erlebt mich, Peter Kommandeur, Akustik-Death-Grind. Wir bitten euch, alle eure Mobiltelefone in den Flugmodus zu stellen. Später dann gibt es Lufthansa Skynet, damit könnt ihr dann noch in der Flughöhe, wenn die Flughöhe erreicht ist, Nachrichten verschicken. Ich fange dann jetzt mal an. Ich bin Peter Kommandeur und ich singe euch den Markt im Blues. Erkennen Sie ja diese Cocktailpartys? Alle stehen herum, sprechen über Zukunftspläne oder ihren Curriculum. Die Frauen haben Kurzhaarfrisuren, keine handechte Haarfarbe. Die Männer haben dicke Smartwatch und getupfte Barthaare. Und als ich jung war, dachte ich, dass ich niemals hier verende. Doch wenn man jung ist, das weiß ich jetzt, denkt man Dinge nicht zu Ende. Und ich will mich auch gar nicht beklagen, man kann sich dem nur schwer entziehen. Früher war ich ein Liederschreiber, heute arbeite ich in einer der hipsten Agenturen Berlins. Und zur Not soßen wir etwas aus. Denn als operative Kreativagentur müssen wir nicht viel verstehen. Wir berufen uns auf das, was wir können. Und das hat bei uns System. Ja, das hat bei uns System. Ja, das hat bei uns System. Yeah. Und dann lügt er sie an. Und dann lügt sie ihn an. Und dann denkt sich jemand etwas aus. Und dann dürfen wir ihn noch was fragen. Und dann streichen sich alle die Bäuche, klopfen sich die Schultern und gehen nach Haus. Leider gefiel unser Vorschlag den Kunden nicht, es musste was Neues her. Die Geduld schwand weiter, die Köpfe wurden leerer, die Köpfe waren leer. Die Köpfe waren leer, die Arbeitsmoral schwand erheblich und die Motivation war. Bis unser Teamleiter sagte, Leute, Kopf hoch, verlieren gibt's in unserem System nicht. Verlieren gibt's in unserem System nicht. Verlieren gibt's in unserem System. Das gibt's doch nicht. Und so log er uns an, und natürlich logen wir ihn an. Und dann dachte sich jemand etwas aus. Und dann hatte er noch etwas zu sagen, und dann durften wir ihn noch etwas fragen. Und da strichen sich alle die Bäuche, klopfen sich auf die Schultern und gingen nach Haus. Und so erhielten wir den Zuschlag, alle haben sich sehr gefreut. Und ich ging zu meiner Frau nach Haus, es war ein guter Tag heute. Es war ein guter Tag heute. Und sie fand mich gleich ganz super und sie sagt, ich wäre ein toller Mann. Und sie fragte mich, wie ich in diesem Beruf immer nur so ehrlich bleiben kann. Immer nur so ehrlich bleiben kann. Immer nur so ehrlich bleiben kann. Ja. Yeah.
Und so log ich sie an, und natürlich log sie mich an. Und dann dachten wir uns etwas aus. Und dann hatte sie noch etwas zu sagen, und dann durfte ich sie noch etwas fragen. Und dann zeugten wir ein paar Kinder, kaufen uns ein Vierer-Kombi und kaufen ein Einfamilienhaus. Ein Einfamilienhaus im Speckgürtel von Berlin. Ein Einfamilienhaus. Ja, da, 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 natürlich so, dass so bewanderte Marketingmenschen wie ich, wir produzieren nicht nur Kreativprodukte, die dann später konsumiert werden. Nein, es geht noch weiter. Manchmal beraten wir auch. Und eine von sehr weiterentwickelten Beratungsdienstleistungen ist das sogenannte Design Thinking. Und ich hoffe, ich habe das TH richtig gesagt. Design Thinking. Und manche sprechen das auch mit einem F, machen sich es einfach auf Design Thinking. Es gab mal einen schönen Song von Knokato, der hieß, das ist das Pff. Vielleicht kennt den noch jemand. Gut, im nächsten Song geht es genau um Design Thinking und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Es ist ein bisschen romantisch, deshalb holt die Feuerzeuge raus, aber zündet sie nicht an. Die Veranstaltung heute heißt It's a Match, ne? Also nur Streichhölzer benutzen. Wir haben mal wieder jede Menge Klebezettel verbraucht. Nicht nur unsere Köpfe, sondern auch die Socken haben geraucht. Die Whiteboards waren voll, voll von Apfelsparertinte. Und die Linien der Mindmaps waren noch auf unserer Hirnrinde. Jetzt ist der schöne Seminartag schon vorbei. Wir waren alle so positiv, kreativ und frei. Auf dem Design Thinking Seminar. Auf dem Design Thinking Seminar. Auf dem Design Thinking Seminar. Ist alles so wunderbar. Oh, oh. Der Creative Director lächelt mich an. Ich weiß, dass ich kann. Ich bin in Scheider in einem DAX 50 Unternehmen. Ich bin selbst sehr kreativ und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe diesen Kurs hier gefunden und sehr viel dafür bezahlt, dass mein kreativer Kopf mit deinen kreativen Köpfen zusammenknallt. All die tollen Methoden hier, all die schönen Brainstorm-Techniken. Ich hätte gerne was zum mit nach Hause nehmen, doch leider passt das auf kein Blättchen. Wo, auf dem Design Thinking Seminar. Auf dem Design Thinking Seminar. Auf dem Design Thinking Seminar. Ist alles so wunderbar. Oh, oh. Mehr, es gibt keine falschen Fragen. Alle haben ein gutes Betragen und ich darf hier alles sagen. Alle Kollegen aus allen Ebenen arbeiten mit an wilden Ideen für unser Unternehmen.
heute stelle ich meine Kritik mal zurück. Arbeite, scheitere oft und das voller Glück. Alle sind auf Augenhöhe. Ich kann kaum warten auf die Ergebnisse. Und was sind das für Ergebnisse? Das kann einiges sein. Das kann zum Beispiel in Unternehmensvisionen dabei rauskommen oder neue Produkte und Services. Im Falle vom Sänger dieses Liedes war es ein Prototyp, der rauskam. Ich wache auf, erwache in einem Instrument. Ein Instrument, wie man es sonst nur aus Folterfilmen kennt. Kollegen tanzen nackt im Wirbel von Post-its und Notizen. Am Morgen müssen sie mich dann alle wieder siezen. Fixiert im Prototypen krieg ich langsam einen Haken. Ich habe Angst davor, was passieren kann, doch kann den nächsten Tag kaum erwarten. Wow, denn auf das Design sinken Seminar. Auf das Design sinken Seminar. Auf das Design sinken Seminar. Gehe ich jetzt jedes Vierteljahr, wow, wow. Auf dem Design Thinking Seminar. Auf dem Design Thinking Seminar. Auf dem Design Thinking Seminar. Ist alles so wunderbar, wunderbar. Eine Uraufführung gehabt und den Song, den heute gibt es eine zweite Uraufführung, aber vom selben Song, so dass ihr euch ganz exklusiv fühlt, weil es ist ganz wichtig, Exklusivität ist ein ganz wichtiger Trick im Marketing und den ziehe ich jetzt hier heraus. Das heißt, heute die zweite Uraufführung von dem Song ist Lindert den Schmerz, in Klammern Arbeitstitel Konsum-Struktur. Und ihr könnt später gern zu mir kommen und mir sagen, was ihr findet, ist der bessere Titel. Deine Eltern haben natürlich alles falsch gemacht, das hat dich als Kind schwer verstört. Und trotz all der Bemühungen von Mama und Papa zerstörte mangelnde Beachtung deinen Selbstwert. An die Liebe deiner Eltern hast du zwar geglaubt, doch Verlässlichkeit nicht gespürt. Erst die Schule und das Studium und hinterher die Arbeit haben dein Selbstvertrauen repariert. Denn Struktur lindert deinen Schmerz, leg dir eine Vollzeitstelle auf das Herz, denn Struktur gibt dir ein kleines bisschen Sicherheit und Sicherheit ähnelt Liebe mit der Zeit. Natürlich reicht Struktur alleine nicht, wenn du nicht glaubst, dass du was wert bist. Du brauchst also Beweise für deinen Wert und dachtest nicht, dass das so schwer ist. Denn du bist ständig umgeben von Dingen anderer Menschen und fühlst dich klein. Du brauchst etwas, das nur dir gehört, und zwar nur dir ganz allein. Etwas, das du kaufen kannst, etwas, das sich nicht wehrt. Etwas, das sich dir nicht aufdrängt und nichts verlangt von dir. Etwas mit dem slicken Design und Multifunktionalität. Etwas, das die anderen auch haben oder wollen. Ein Beweis für deine Individualität. Denn Konsum lindert deinen Schmerz, leg dir einen Flachbildfernseher auf das Herz. Denn Konsum gibt dir ein kleines bisschen Sicherheit und Sicherheit ähnelt Liebe mit der Zeit. Und jetzt sitzt du da zwischen all den Dingen, die dir nach einem Arbeitstag Unterhaltung bringen und
und alles ist strukturiert, konsumiert wird auch. Du fühlst dich sicher und deine Partnerin auch. Ihr kennt euch schon lange und ihr seid routiniert. Im letzten Monat ist Karriere technisch viel passiert. Und so habt ihr nach einigen Wochen eine Dating-Night beschlossen und euch auf der Couch getroffen. Denn Struktur lindert euren Schmerz, legt euch eine Vollzeitstelle auf das Herz. Denn Struktur gibt euch ein kleines bisschen Sicherheit und Sicherheit ähnelt Liebe mit der Zeit. Und Konsum lindert euren Schmerz, legt euch einen Flachbildfernseher auf das Herz. Denn Konsum gibt euch ein kleines bisschen mehr Sicherheit und Sicherheit ähnelt Liebe mit der Zeit. Mit der in dieser schnellen Zeit gibt mir ein kleines bisschen Sicherheit, etwas das bleibt. Und weiter geht's mit Jared. Weiter geht's mit Lena. Muss reichen. Ja, ich bin so geehrt, dass ich hier beginnen darf und dann auch beenden darf. Das ist quasi so als, weiß ich nicht, jetzt wäre ich der Anheizer und dann der Rauswerfer. Raus, hoch. Der nächste Song braucht ein bisschen Kontext. Ich bin nämlich ein Kontextmensch, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Vor 2 Jahren hatte ich eine Band und in Corona habe ich sie verloren. Alle in dieser Band sind ausgeschieden. Damals habe ich im SO36 gespielt, in einem wundervollen Bandwettbewerb, dessen Namen ich aus markenrechtlichen Gründen hier nicht nennen darf. Und da habe ich die Jamrakes kennengelernt und die haben mich heute eingeladen. Sehr mutig von euch, danke. Und damals war das Thema Sexismus. Ich verwandle mich nämlich manchmal auf der Bühne. Ich frage mich immer, was ist der perfekte Sexist? Was ist der perfekte? Und dazu verwandle ich mich manchmal auf der Bühne und dann lebe ich auch damit, dass mich Menschen danach hassen. Denn darum geht es. Das folgende Lied handelt sozusagen über so Menschen wie Louis C.K. oder Aziz Ansari. Also so Menschen, die ganz als nette Menschen rüberkommen, aber dann irgendwie irgendwas falsch machen im weitergehenden Prozess. Zum Glück haben wir sowas in Deutschland ja nicht. Und deshalb singe ich jetzt einen schönen Song, der heißt White Straight Male Sex Against Patriarchy. Joined the left feminist group in the 80s and 90s liberal groups really sucked. I slowly dived into 2000s PC, but it still lacked the dating possibilities. Today you see me tweeting about sexist discourses and I just joined the women's right march committee, where I attract all the ladies with my wokeness, later on coercing into having coffee with me. Come on baby, have a disappointing date with me. It's white straight male sex against patriarchy, discussing issues of male dominated society. And have white straight male sex against patriarchy. White straight male sex against patriarchy.
voice, baby, you know it's true, but later I'm gonna be drunk and not able to drive. I'm gonna show you my tiger claw, put my fingers in your mouth and stretching your jaw. It's an old family practice, it makes you wet. I got it from my man, he got it from his dad. Come on, baby, have some disappointing sex with me. It's white, straight, beer sex against patriarchy, discussing issues of male-dominated society. And have white, straight, beer sex against patriarchy. I'm not an Ozzy Cesare or a Louis C.K. You consented into white sex against patriarchy. And if you feel a little weird, then that's okay. Cause it's white, straight, beer sex against patriarchy. Wenn du die ganze Band entspricht und man dann ganz alleine ist am Mikrofon. So, letzter Song. So ein richtiger, den gebe ich euch so mit. Ein ganz trauriger. Aber es kommt mein Name drin vor. Außerdem der Name eines sehr berühmten Schlagerstars aus den, weiß ich nicht, 70er Jahren oder so, keine Ahnung. Ich bin zu jung dafür. Aber ich musste ganz oft in der Schule dieses Lied singen und hören. Und vielleicht merkt ihr hier diese popkulturelle Referenz. Der Song heißt Das Telmeer. Ich kann mir kein Leben ohne dich vorstellen. Vielleicht muss ich es deshalb versuchen. Traurigkeit ist kein Muss, man kann sie auch als Einsamkeit verbuchen. Doch auch Einsamkeit ist nicht lang von Bestand, sie fliegt mir wie die Worte vom Mund. Und da fliehen sie zu jemandem, der sie sucht, und da verstecken sie sich, denn sie sind auf der Flucht. Und in meiner kleinen Kammer des Schreckens, da gibt es keine Winkel, da kann man sich nicht verstecken. Da gibt es keine Winkel, denn da wohnt das Tier. Und das Tier trachtet nicht nach Einsamkeit, sondern nach dir. Und das Tier in mir will Bier. Und das Tier in mir will Gras. Und das Tier in mir will das Gras, das so bitter war, dass Conny Kramer starb. Jetzt bin ich schon 20, 30 und 40 und mein Bauch ist nicht zu dick und mein Schweiß, der riecht würzig. Und die Karriere, Pläne schreien, Single sein, doch das Tier in mir kann nicht allein. Es will gestreichelt, gefüttert und gewaschen werden. Ja, Tiere sind keine Menschen, sie leben in Herden. Ja, sie leben in Herden. Und das sorgt für Stress und Stress sorgt für Depressionen. Das ist bei uns ein Gesetz. Doch genauso gesetzt ist das Streben nach Leben, das unsägliche Streben nach Glück. Und mit Glück kennt sich das Tier gut aus, weil es nimmt, ohne zu fragen und frisst. Und das Tier in mir verlangt nach dir. Und das Tier in mir will Spaß. Und das Tier in mir will all das, wozu der Mensch in mir noch nie imstande war. Und das Tier in mir will Bier. Und das Tier in mir will Gras. Und das Tier in mir will das Gras, das so bitter war, dass Conny Kramer starb. Und jetzt liegt er da in seinem Grab. Alle Glocken klangen für ihn. Es ist nicht Conny Kramer mehr, sondern Peter Kommer, der.
Applaus.